So, guten Morgen, Knas. RDLP hier und weiter geht's mit dem Toilet Management Simulator. Ja, seit gestern läuft unsere Toilette richtig gut. Ja, 29 Euro habe ich noch am Start, aber ich habe auch super viel ausgegeben, super viele Rechnungen bezahlt und trotzdem noch so viel Geld. Ja, bald kann ich mir echt so eine Karibik-Dusche unterm Wasserfall leisten. Oh. Nie wieder unter so einer schlechten Dusche stehen, die ich aus dem Baumarkt geklaut habe. Oh. Ja gut, das war jetzt nicht der beste Song. Mir fällt aber auch so langsam nichts mehr ein, wenn ich hier jedes Video drei neue Songs mir überlegen muss. Erstmal ein Cola Körnchen. Ich verschwende jetzt meine Zeit nicht mehr mit Pizza backen und so. Ich bin eh kein guter Italiener. Ich bin halt Deutscher und ich kann gut Currywurst machen, aber Pizza machen, das kriege ich nicht hin. Und deshalb trinken wir jetzt einfach täglich ein Cola-Körnchen. Das reicht ja als Verpflegung. Und dann sind wir alle zufrieden. So, jetzt will ich da aber auch einen richtigen Batzen wiedersehen. Warum nur? Warum kein Batzen am Start? Das gibt's doch nicht. Was ist jetzt schon wieder alles kaputt hier? Na, wenigstens das heile. Ich will gar nicht wissen, wie die Toiletten wieder aussehen. Ah. Oh. Wollen wir einen Blick riskieren, Leute? Ja, ganz toll. Das war ja wieder so klar. Natürlich. Ja, super. Entsorgt euren Biomüll in meiner Toilette. Ist überhaupt kein Problem. Ey, ich krieg hier die Krätze. Das darf doch nicht wahr sein. Ei. Oh, kann doch nicht sein. Wenigstens das Frauenklo sieht bestimmt richtig gut aus. Ja, ganz toll. Die auch. Next. Doch nicht. Was ist los mit den Kunden? Jeden Tag ist das Klo verstopft. Das gibt's. Das, nee! Lasst eure Probleme nicht an meiner Toilette auskunden. Das darf doch nicht sein. Oh. Mann, ich hätte einfach was anderes machen sollen mit meinem Leben. Ja, kein Toilettenmanager werden, sondern irgendwie Haribo Konkurrenz machen mit eigenen Gummibärchen, die nach Tütenwein schmecken. Ich hab keine Ahnung, aber diese Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes kann sich ja kein Mensch antun. Jeden Tag Klo putzen. Ob das im echten Leben auch wohl so ist? Na, bei Meckes waren die Toiletten jetzt nicht immer verstopft. Was sind das hier für Gesprächsthemen, ne? Aber ich hatte ja auch nur einen Minijob. Ich habe ja nicht immer alles mitbekommen. So. Zack, jetzt kann man hier wieder reingehen und das absolute Klo-Erlebnis erleben. Aber Leute, ganz im Ernst, wenn ihr im Internet lesen würdet, dass es so eine Toilette gibt im echten Leben und ihr wohnt dann irgendwie so 600 Kilometer weit entfernt von der Toilette, ihr würdet doch mit Fahrrad dahin fahren, um dieses Klo-Erlebnis hier erleben zu können. Also ich würde es tun. Ich würde wirklich 600 Kilometer mit Rad fahren, nur um auf dieses Klo gehen zu können. Weil das ist einfach zu schön hier. So, genau, ich muss erstmal meine Post checken. Was? Mein Werbevertrag? Wieso sind denn die nicht mehr zufrieden mit meiner Arbeit? Ist doch scheiße. Ich will Werbung machen. Von mir aus mache ich auch Werbung auf meinem Klo für Iglos Fischstäbchen. Oder was weiß ich, oder für Persil. Ja, eher für Persil. So. Zack. Jetzt duftet der Laden hier wieder super schön. Jetzt will ich euer aber auch die Kunden sehen. Kunden. 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 Detlef die Soest. Hier. Alter Sack. Wie hieß er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß der Typ? Ah, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Dann ist das jetzt einfach Franz, Junge, das ist Franz. Ja, Mann, das sieht aus wie ein Franz. Ja, kannst du ein bisschen schneller auf mein Klo gehen? Soll ich dich anschieben, du alter Knacker? Komm, komm, bisschen zackig. Komm, du willst es doch auch. Du willst mir 50 Dollar geben. Komm, komm. Oh, aber ja, geht auf mein Klo, sehr gut. Was machst du hier den ganzen Tag? Ja, kleinen Kindern den Lolli klauen. So sieht die auf jeden Fall aus. So. Ja, das bringt jetzt hier nichts. Dann werde ich erstmal pennen gehen. Ja,
Pennen, pennen, pennen. War auch ein harter Arbeitstag. Ich habe das komplette Klo geputzt. Erstmal 3 Wochen Urlaub machen. Ich bin total ausgelaugt. Oh Mann. So, erstmal pennen. Mann, der pennt auch immer nackig hier in seinem Bett. Geht mal gar nicht klar. Was macht er denn, wenn SEK sein Haus stürmt in der Nacht? Ja? Dann liegt er da erstmal nackig rum. Das wäre mir zu peinlich. So. Duschi, duschi, dusch, duschi, duschi, dusch, uhuhuhu, mir fallen keine Songs mehr ein, oh, oh, duschen, duschen, duschen. Was ist denn los, RDD? Das kommt, das ist ja peinlich, ich brauche bessere Songs. Ich schreibe kurz ein. Komm, 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 RD, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Okay, jetzt habe ich eins. Pinkes Klopapier auf der Toilette ist nicht schön, doch ich hab ein besseres Klo gleich um die Ecke. Ich bin Klo-Manager, Klo-Manager. Okay, das war schon viel besser, Mann. Das war richtig gut. Boah, wenn ich jetzt keinen Labelvertrag bekomme, dann weiß ich auch nicht mehr, was falsch läuft in der Welt. Ich habe natürlich einfach den Kühlschrank offen gelassen, dass es jetzt nicht total alles eingefroren ist, wie bei SpongeBob in der Einfolge. Ist der Wahnsinn. Erkennt ihr doch die SpongeBob-Folge, wo er über Nacht den Kühlschrank offen lässt und dann ist seine komplette Wohnung eingefroren. Ah, oh, das war so witzig. So witzig! Nee, das war wirklich witzig. Bei mir ist das jetzt aber nicht passiert. Hat SpongeBob da vielleicht nicht die Realität so dargestellt, wie sie ist? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Wieso denn nur 5 Euro? Hallo, ich brauche mehr Geld. Ja, hallo Toiletten. Ja, ich habe das angesehenste Unternehmen. Wir kennen schon alles. So, Statistiken. Ist besser als jemals zuvor und ich hatte nur einen Kunden gestern. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, kein Wunder, dass hier keine Sau kommt. Was? Sie wurden eingeladen, der Steam-Gruppe beizutreten. Legenden in Rente. Was? Es gibt Gruppen bei Steam? Okay, wusste ich nicht. Ich bin so ein absoluter Noob, was PCs und Gaming betrifft. Bin froh, dass ich mich in meinen Steam-Account überhaupt einloggen kann. Das ist schon immer kompliziert. Legenden in Rente. Ich bin noch gar nicht in Rente. Nee, Legende bin ich auch nicht. Also was soll ich in der Gruppe? Von wem wurde ich denn da eingeladen? Ich guck gleich erstmal nach. Vielleicht von dem Entwickler, dass das seine Gruppe ist. Ich bezweifle es aber. Falls das einer von euch war, dann Shoutout an denjenigen, der die Gruppe leitet. Das finde ich dann wieder sehr korrekt, dass man an mich gedacht hat. So. Nee, dann trete ich natürlich gerne bei. So, erstmal den Klempner holen. Ja, es nützt ja nichts. Hier ist ja ständig das Waschbecken verstopft. Na toll, das auch noch. Ja, manche Kunden sind so besoffen, die wollen nicht warten, wenn die Kabinen besetzt sind, dann pinkeln sie hier rein. Und dann ist das natürlich verstopft. So, da kommt wieder ein super breiter Typ an. Ah, kann ich gleich das Minispiel nochmal machen? Das ist ja wieder zu schön. So. Ausschalten. Das ist vielleicht nervig. Ich will ja schon lieber fast die Strafe bezahlen, anstatt jedes Mal das Minispiel machen zu müssen. Ich hoffe, ich bin eines Tages so reich mit meinem Klo-Unternehmen, dass ich wirklich, ja, die Strafe mir leisten kann jedes Mal. Ah, ist das Grütze mit dem Waschbecken. So. Der Typ hier, der guckt das Waschbecken nur an und das Waschbecken hat so viel Angst, es repariert sich einfach selbst. Oh Mann, wenn der vor meiner Haustür stehen würde und sagt, ich zieh hier jetzt ein, dann würde ich aber sowas von ihm mein Haus überlassen und ihm dann die nächsten 10 Jahre die Miete bezahlen. Man hat einfach Angst vor dem. Der könnte auch im Zoo ins Löwengehege und die Löwen würden sich direkt in kleine Kätzchen verwandeln, in kleine Schmusekätzchen. Ah, da ist Liegestützenfrau. Das Video kommt am Freitag, ja. Und am Freitag kommt auch mein längeres Video zum Drug Dealer Simulator, wo ich den Amy-Bug fixe. Ja, ich habe halt im Moment noch sehr viel Stress mit der Uni. Also, ich schaff's einfach nicht. Ich bin wirklich den ganzen Tag beschäftigt damit. Aber Freitag, so am Wochenende, nehme ich mir mal wieder ein bisschen Zeit. Ja, sorry, dass so wenig Videos kommen momentan. Gut, ich lade immer noch mehr Videos hoch als der Durchschnitts-Let's-Player. Aber für RDLP-Verhältnisse, ja. So,
Ah, hier haben sich ja zwei gefunden. So, alles hier ist Tutti Frutti, keine illegale Nutzung. Ja, du kannst jetzt verduften, Donuts fressen. Komm, verpiss dich. Ja, los jetzt. Geh mal lieber auf mein Klo. Oh. So, erstmal wieder illegal hier alles machen. Ich bin jetzt voll der Minispiel-Pro hier. Das wird First Try. Ich sag euch das. So, jetzt ganz schnell. Der. Yeah. Man muss ein bisschen aufmerksam sein und dann läuft der Laden. So, jetzt ist das wieder schnell. Jetzt wird das wieder langsamer gleich. Nein! Oh, Erde! Mann! Du hättest es fast gepackt, Mann. Beim ersten Versuch. Das hat noch keiner gepackt vor dir. Das Video hätte direkt 10 Millionen Aufrufe bekommen dadurch. Ja. So. Ja, diese Stelle ist halt super schwierig, dieser dritte Durchgang, weil das wird ganz. Okay, jetzt ist easy. Aber dieser dritte schnelle Durchgang da, der ist echt scheiße, weil das kurz bevor das Ding hier hochkommt, nochmal langsamer wird. Und wie sollst du da reagieren? So. Zack. So, dieses Minispiel ist echt für kleine Kinder. Das hätte ich mit 5 Jahren besoffen geschafft, ja, gar keine Frage. So. Ja, ich hab doch das jetzt. Oh, fuck off, ey. So, alles ist an, alles ist super. Ich will ja nicht so viel Rechnung bezahlen für Strom und Wasser. Das geht ja mal gar nicht, ja. Oh, ist das schön, ich liebe meine Kunden. Ah, oh, sehr schön. So macht das Klo-Unternehmen Spaß. Na toll. Er setzt sich da trotzdem drauf. Auf die verstopfte Toilette. Kein Wunder, dass die verstopft ist. Ah, oh, igitt, Alter. Wer setzt sich denn auf so ein Klo? Der Typ ist doch echt reif fürs Altenheim, ey. Der kriegt doch gar nichts mehr mit. Ah, dafür bezahlt er Geld. Ehrenkunde. So. Ja, vor allem, was ist das hier? Das sieht aus, als ob irgendjemand so Schlamm von zu Hause aus seinem Garten mitgebracht hat und den aus irgendeinem Grund in mein Klo gepackt hat und mein Pömpel ist weggespawnt. Das darf jetzt wohl wieder nicht wahr sein. So, ich richte jetzt erstmal noch das letzte Klo ein und dann sind wir hier richtig Deluxe unterwegs. Hä, was soll denn diese Platte jetzt? Soll ich nochmal mein Klo verschönern? Ach, hier ist mein Pömpel, sehr gut. Sprayen. Ja, lass erstmal sprayen hier. Oh, die mit den blauen Haaren. So hübsch. Hey, ich weiß, wir kennen uns nur durch mein Klo, aber hast du Bock am Samstag zu heiraten? Ja, irgendwann sagt bestimmt eine ja. So. Mann, die hat hier ja mein ganzes Klo verpestet. So, super. Jetzt sieht es hier wieder tutti frutti aus. Können wir noch eben wischen. Oh, es ist anstrengend mittlerweile mit den ganzen 120.000 Kunden täglich. Da kommt man gar nicht mehr hinterher mit Putzen. Ich sollte die Putze einstellen. Wisst ihr, ob die Putze auch die Klos säubert? Ich hoffe es. Da muss ich das nicht jedes Mal machen. Die 5 Euro kann ich mir definitiv jetzt leisten, wenn ich jetzt gleich auch sogar das vierte Klo eingerichtet habe. Ah, Geld aus der Werbung auch noch. Geht der auf mein Klo? Geht der auf mein Klo? Ah, 0:16, der kommt gerade von der Disco. Alles klar. Der kotzt erstmal mein Klo voll. Er hat einfach zu viel Radler getrunken. Ja, er ist halt eine Lusche. Halbes Radler. Oh, ich bin so besoffen. Nee, das bin eher ich. So, dann brauche ich erstmal Klopapierrolle. Brauche ich halt wirklich. Senden an Toilette. Ein Klo habe ich. Ah, shit. Oh, shit. Oh, shit. Shit, 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 shit. Komfortwert 40, 4. Ha. Wisst ihr was? Ich hole die Tür. Dann ist das Klo noch nicht ganz eingerichtet. Das ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. So, senden an Toilette. Da, 14 Euro noch am Start. Ich bin wieder arm.
Mann, ich bin fast so arm wie der Penner da und der sitzt den ganzen Tag nur auf seiner Matte da und gibt mir wertvolle Ratschläge. Ich bezahle ihn nicht mal dafür. Er hat mir so viel beigebracht im Leben und alles, was ich ihm gegeben habe, waren ein paar Bohnen. So, zack. Zack. Jetzt ist der Komfortwert am Kochen. Müsste jedenfalls. Oh, Spiel hat sich aufgehängt, oder was? Oh, nee. Was ist denn das jetzt? Hallo. Oh, ich krieg hier die Vollkrise. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ich hoffe, ich nehme jetzt noch auf. Mann, Mann, Mann. Wie hält das Toilettenpapier hier irgendwie ewig? Weil ich habe jetzt schon oft Rollen eingesetzt und so und ist immer noch voll. Kann ja wohl irgendwie nicht sein. So, wieder 15 Dollar dazu. Sehr gut. Ah, toll, mir fehlt 1 Dollar fürs Waschbecken. Das ist ja jetzt wohl ein schlechter Scherz. Ja, kann jetzt irgendein Kunde kommen, dann könnte ich das hier nämlich noch eben schnell machen. Ah, fuck, mein Spray ist fast leer. Na, ist egal jetzt. Lass mal erstmal aufräumen hier. Oh, ist das ein erfolgreiches Klo-Unternehmen? Zu schön. Dass ich das Spiel halt eiskalt wirklich Let's Play, ne? Also, ich wurde auch so teilweise gefragt, ob ich nur ein Part damit mache, aber nee, ich finde das blöd, wenn Let's Player nur ein Video zu einem Spiel hochladen. Ich mache dann das komplette Spiel. Also, was heißt das komplette Spiel? Ich mache das so lange, bis ich die fünf Bitches anrufen kann von der Tanzschule und in den Urlaub fahren kann. Ich glaube nämlich, dann ist das Spiel sowieso durch. Wobei beim Drug Dealer Simulator habe ich auch noch 10 Videos damals gesagt, ich beende das, sobald Gang Level 1 erreicht ist. Jetzt habe ich gesagt, ich beende das bis Level 100. Und jetzt habe ich neuerdings gesagt, ich beende das Let's Play, wenn ich Level 1000 erreicht habe. Ja, gute Spiele kann man ja auch Let's Playen. So, also länger Let's Playen. Kann jetzt bitte irgendein Kunde noch Geld ranschaffen? Dann kann ich nämlich die letzte Toilette einrichten. Dann gehen wir doch nochmal pennen. Wird ein längeres Video heute. Ist ja egal. Hab ja Zeit. Tretatol. Oh, schon wieder, ey. Komfort wäre 1. Ich penne jetzt erstmal. Nein, Schlaflieder werde ich mir nicht überlegen. Die Duschlieder überfordern mich mittlerweile schon. So, sehr gut. Geld aus der Werbung. Jetzt habe ich das Geld beisammen. Aber das kann ich direkt wieder investieren in Schädlingsbekämpfung. Na super. So, erstmal duschen. Ich stehe unter der Brause. Trinke Ahoi Brause. Himbeergeschmack. Denn Orangen sind nicht lecker. Lecker, lecker, Schmecker. Okay. Zack. Vielleicht stelle ich nochmal so eine Compilation zusammen. Toilettensongs, Duschsongs, Best of. Die Hits aus 20 Videos. Keine Ahnung. So, ich hole jetzt erstmal das Waschbecken. Vielleicht habe ich da jetzt auch eine Stange Geld, dann kann ich den Schädlingsbekämpfer noch eben anrufen. Und wisst ihr was? Ich hole mir die Putze, weil jetzt habe ich sowieso so viel Geld. Ja, sehr gut. Alter, zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Das sind locker 2000 Dollar. Alter Schwede. Okay, dann hole ich jetzt erstmal den Klempner. Nicht den Klempner. Was? Das kann überhaupt nicht sein. Ach, verdammter Scheiße. Vielleicht sollte ich die Putze mieten. Ja, ich. Ich hol die Putze ran. Oh Mann, erst muss der Schädlingsbekämpfer kommen, wirklich. Egal, ich hol mir jetzt erstmal noch ein Waschbecken, dann läuft der Laden. Soll ich mir das teure holen? Ich weiß es nicht. Lass mal ruhig das teure holen, dann habe ich nämlich noch mehr Komfortwert. Dann rennen die Kunden mir noch mehr die Bude ein. Ja, 60 Dollar, passt, scheiß drauf. Dann hat die Frauentoilette auch ein gutes Waschbecken. Beim Männerklo gibt es ja auch ein gutes Waschbecken. So. Ja, für die Frauen, komm. Die müssen auch was Besseres haben als die Kerle. So, Kerle sind halt so im Durchschnitt. Ja, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Klischees bedienen. Aber im Durchschnitt sagen sich Kerle so. Auch beim Shampoo oder so. Da steht Shampoo drauf. Das nehme ich. Ah, oh, toll. Jetzt kann ich auch noch den Klempner anrufen. Frauen.
gucken erstmal so, ist das gut für die Haarwurzeln und was nicht alles. Und so ist es auch beim Waschbecken. Kerle so, Hauptsache ich kann mir die Hände waschen. Und ja. Leute, die ich spreche, sind alle nicht ernst gemeint, ja. YouTube ist nicht ernst gemeint. So, ist er fertig? Sehr gut, dann kann ich ja den Klempner anrufen. Ja, das juckt mich jetzt nicht. Fuck off, ey. Dann kann ich doch noch die Klos putzen. Ständig muss ich den Klempner bezahlen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, gut, ich putze das Klo nochmal selber. Oder nee, ich habe noch genug Geld. Oh, beide Waschbecken kaputt. Liegestützenfrau, was hast du gemacht? Ja, wo bleibt denn der Typ? Jetzt mach hinne, weil das Video dauert lecker schon 20 Minuten. Was geht ab, Mann? Ja, das wird mal eine lange Folge hier. Ich kann springen? What the fuck? Wusste ich gar nicht. Ja, hallo, ein bisschen zackiger. Ich weiß, du wiegst 30 Tonnen. Und das ist schwer, sich so fortzubewegen mit dem ganzen Bizeps und Fett und was du nicht alles da hast. Aber ein bisschen schneller wirst du ja wohl laufen können. Der sieht aus wie ein fetter Troll aus irgendwelchen Kindercartoons. Ah. Ja, toll, alles verstopft. Macht die Putze überhaupt die Klos? Weil sonst bringt die mir echt nichts. So, sehr rein. Okay, ja, ich fordere den einfach an. Ja, komm, mach hinne. Na, danke schön. So, jetzt kommt die Putze auch noch. Dann hatte ich hier komplette Dienstleistungen mal durch. So, von wo kommt die Putze denn? Putze, wo bist du? Ich meine Reinigungsfachkraftfrau. Wo bist du? Hallo. Mann, wo ist denn die Olschke? Jetzt säuber mein Klo. Darf doch nicht wahr sein. Wofür bezahle ich dich denn? Da ist die. Ah, oh, sogar eine Krone auf, ey. Der Entwickler hat doch nicht alle Tassen in der Birne. Das gibt's doch nicht. Der hat echt nicht alle Apfelbäume auf dem Feld, was weiß ich. Ja, komm jetzt. Ah, oh, die laufen so lahmarschig. Ich will sehen, ob sie das Klo sauber macht. Sonst bringt die Reinigungsfachkraft mir hier nichts. Ja, ich habe gerade ein neues Wort erfunden. Statt Tussenelder nenne ich sie Putzenelder. Oh, super Witz, RD. Ja, komm, sonst kann ich es gleich selber machen. Alles verstopft, na super. Oh, nächstes Mal bezahle ich 5 Euro mehr für Geschwindigkeit. Was heißt die Schädlingsbekämpfung? Ich habe den gerade erst angerufen. Wegen der Kloverstopfung hier oder was? Oh, toll. Ja, los jetzt. Ja, musst du dir erstmal ein Bild verschaffen über die Lage oder was? Wo hat sie den denn jetzt her? Was? Die Klos sind auch nicht mehr verstopft? Die kann ja zaubern. Die kann ja zaubern, Leute. Okay, das lohnt sich wirklich. Die bezahle ich jetzt täglich. Ich kann es mir halt auch einfach leisten jetzt, weil ich habe alle Klos eingerichtet. Du Arsch, der hat einfach mein Klo nicht. Und hier ist kein Klopapier, oh mein Gott. Ich bin total überfordert mit meinem Klounternehmen. Zack. So, hier ist noch Klopapier. Da ist auch noch Klopapier. Hier auch noch. Jetzt kann ich nochmal den Klempner anrufen. Ist ja zu geil. Ja, pack's doch in den Schrank, bitte. Boah, heute ist auch ein teurer Tag. Ja, pay. 14 Euro. Ja, was soll's. Ah, da kommt er wieder angetigert. Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Im nächsten Video rufe ich dann die Bitches an. Dann habe ich auch genug Geld. Das passt dann schon. Lass mal erstmal eine Rechnung bezahlen jetzt. Rechnung über Rechnung. Ja, hier. Zack. Scheiß drauf. Habe ich halt nur noch einen Dollar. Oh Mann, der kugelt hier ja hin.
Dass ich hier kein Kaffee bestellen kann, ist ein einziger Witz. Einmal bitte ein Teechen, bitte. Ich bin Ostfriese. Ein Teechen reicht mir aber nicht. Ich brauche 10 Kannen am Tag. So. Hat er das jetzt fertig gemacht? Na, geht doch. Ja, was ist denn? Kriegt er das nicht hin, oder was? Oh, ich wollte mich gerade schon wieder aufregen. Kriege ich jetzt keine Kunden, wenn ich... Dings nicht anhab. Also die Schädlingsbekämpfung nicht hab. Doch, eigentlich schon. Egal. Gut, dann wär's das tatsächlich für dieses Video. Ich bin völlig groggy. Das war wirklich ein anstrengender Klotag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Und zwar morgen. Und dann machen wir weiter. Bis dann. RDLP.